Ja, hallo wieder mal bei Pillars of Eternity. Ja, ich quäle mich hier gerade durch diesen schrecklichen Tempel. Bei diesem Encounter wird es eigentlich immer relativ knapp. Aber leider klappt es dann doch nicht. Ich stelle schon mal kurz den Wecker. 30 Minuten. Wird auch gleich schon die letzte Folge für heute werden. Oh Mann. Weil ich schön schleichen hier. Ach, warte schon am Schleichen. Ich find's top, wenn der One jetzt nicht funktioniert, dann werde ich nochmal schlafen gehen. Dann habe ich auf jeden Fall mehr Zauber. Oh, So, I stellen wir shall. die beiden Nahkämpfer mal wieder an die Front hier schön. Hey. All right then. Das war eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Leider fallen sie halt relativ schnell tot um. Yes, I shall. Oh, das sind alle die Schurken. Da sieht man sie alle. War eigentlich gar nicht so schlecht eben, aber hat uns hier nicht alle getroffen, leider. Hier sind auch diese beiden Könige hier. Hier, er und es hinten noch irgendeiner. Nein, nein, oh Gott! Oh nee, es kann doch nicht wahr sein. Hör wieder so fängen, ey. Ach, direkt nochmal. Ich fasse es nicht, ey. Naja. So, wieder die Nahkämpfer positioniert. Certainly. Hey. All right then. Yes. So, du gehst hier nach vorne. Ach Gott. Ach egal. Kommt heute dahin. So. Yes. Yes. Ich mach lieber den Eiszauber noch mal, oder? Nee. Lieber den hier. Okay, jetzt sind schon wieder nur noch die. Oh, diesen Kegel hier, der bereitet auch mal schon viel Schaden. Jo, der hat's gut reingehauen. How may I help? Yes. Nein. How may I help? Warum ging er auf einmal auf die Tweede los? So, nur noch der eine König übrig. Alle auf ihn mit Gefühl. Gott, endlich geschafft. Puh. Erstmal speichern. Wie geht's auch noch weiter? Nein. Silence surrounds me. Oh.
dauerhafte Wiegel der Pilger. Oh, kommt denn da raus? Oh Gott. Als du in den Kerzenkreis trittst, hörst du von der nahen Mauer ein rasselndes Scheppern. Mit dem mahlenden Reibgeräusch von Stein auf Stein gleitet eine Tür auf. Okay, ein Geheimgang. Kerzen flackern sanft, als du dich näherst. Über dem Altar, wo wohl einst ein Spiegel in die Decke eingelassen war, ist nun eine mit gebrochenem Glas gesäumte Lücke. Kerzen brennen immer noch. Gar nicht schlecht für einen toten Gott. Was soll das alles? Erlösung. Sie haben dieses Ritual, wenn man volljährig wird. Sie nehmen einen an der Hand und führen einen mit verbundenen Augen in den Tempel hinab. Da soll einem sündhaftes Leben entsprechen. Sie sagen einem nicht, wohin man geht. Bei meinem Ritual schwitzte ich wie verrückt. Er zwinkert hinzu. Sie bringen einen zu diesem reflektierenden Becken da hinten. Den darf man dann ansehen, um sich seinen Sünden zu stellen. Dann führen sie einen in diesen Raum hier und nehmen einem wieder die Augenbinde ab. Und alle sind da, um dich zu begrüßen. All deine Freunde und Familienangehörigen. Und es fühlt sich so an, als sei man erlöst worden. Man zündet seine Kerze an und sie brennt mit den anderen. Ein besseres Gefühl als das hatte ich mein ganzes Leben nicht. Jedes Augen verweilen auf den Kerzen und einen Moment lang scheint er ein jüngerer Mann zu sein. Die Kerzen brennen, okay, das hat er schon gesagt. Ich lasse die mal lieber unberührt. Yes. So, ich gehe mal auf jeden Fall zurück in die Stadt. War schön zu sehen, dass die Kerzen immer noch brennen. Ich hatte gedacht, dass sie schon ausgegangen wären. Wo bin ich überhaupt? Ach, hier. Sehr schön. Stressig, stressig. Gehen wir mal den Helm und den Tank weiter. Oder? Klingt es auch wirklich, ich habe keine Waffen für die Leute, die ich hier bei mir habe. So, was haben wir denn hier? Er trägt SR7. Oh, die Kette muss mit SR9. Meine zweite Chance ist schon ziemlich gut. Das lasse ich lieber mal. Hat mein Truiden hier an? Eine Schuppenrüstung. Ja, mein Kettenpanzer. Oh. Der Magier, den lasse ich mal, denke ich. Mönch, weiß ich nicht, ob der überhaupt was anderes wagen kann. Ne, den lasse ich auch mal. Da hat man noch diesen Helm da. Oh, noch ein Ring. Eigenschaften, die Abwehr plus 5. Und ein Amulett. Immunitätsschub. Kommt das hier hin? Was hat der denn da schon an? Einen. Oh Mann. Oh, ich gebe einfach mal alle Items hier. Wir sollen tanken. Entschlossenheit plus 1. Wahrnehmung plus 1. Ja, jetzt gebe ich mal den Mönch. Dass er überhaupt einen Helm tragen kann. Nee, sieht scheiße aus. Nee, das geht gar nicht. Der Mönch bleibt ohne Helm. Ach was, so kriegt er den Helm. Das passt wenigstens als Kämpfer. So. Tränke, Tränke, Tränke.
Eisenhaut. 120 KP. Dafür, dass ich was crafte, das finde ich irgendwie lame. Keine Ahnung wieso. Das sollte nichts kosten. Wenn ich was crafte. Oh. Egal, gehen wir mal zurück in die Stadt noch. Sachen kaufen und verkaufen. Aber ich glaube, ich lasse den mal. Ich bin zwar jetzt fast durch schon, glaube ich. Aber irgendwie ist der doch echt etwas stressig. Vielleicht gibt es irgendwie noch einfache Quests. Geh ich mal schlafen und neue Lager hier kaufen. Diese Lager heißen sie. Ich habe auch irgendwie ein Quest-Item bei mir. Ich weiß nicht, was ich heute machen soll. Wenn ich ins Lager gucke. Hier, Quest-Gegenstände. Da habe ich einfach so ein Stück Fleisch. Oh, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Oben ist noch dieser komische Hund, der schwarze. Vielleicht kann ich den ja mein Team nehmen, wenn ich dem das Fleisch gebe. Mal gucken. Ich mal darauf und schau mir das an. Im Entenmarsch. Der ist da hinten irgendwo. Schwarzer Hund. Tut mir leid, okay, dieser Hund starrt mit angelegtem Kopf so aufmerksam auf das verdeckte Fenster, als würde er darauf warten, ein bestimmtes Geräusch zu hören. Als du dich näherst, sieht er zu dir auf und stößt leicht schwanzwedelnd ein leises Winseln aus. Tut mir leid, meine Gute, aber ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Der Hund neigt den Kopf und winselt wieder leicht. Nun, du kannst mit mir kommen, vielleicht finden wir ihn hier unterwegs. Yay! Oh? Huch, ich habe einen Hund, aber wo ist der? Die Gruppe hat einen Gegenstand erlangt. Schwarzer Hund. Mal sehen. Kann ich die irgendwie einsetzen? Was soll das denn? Ist schon ein Video gesehen, da sind sie mit dem Hund da rumgelaufen. Ach, hier vielleicht. Nein, geht auch nicht. Oh, da! Jetzt sehe ich es. Weiß nicht, wie das aussieht, dieses Schwein. Kämpft das auch? Ich glaube nicht. Mal den Hund. Ne, ich glaube, der kommt auch nicht. Na egal, haben wir einen Hund bei uns. Toll. Was ist denn hier für eine Frau? Schenkengost. Ja. Blackhound. Schade. Das wäre vielleicht noch irgendwie so ein Kämpfer. Aber anscheinend nicht, leider. Hail, Traveler. Denkt man noch so ein Level, dann ist der Dungeon gar nicht mehr so schwer. Kurz kaufen hier. Vielleicht auch was verkaufen. Das Campingbedarf. Drei reicht so.
schon viel Geld, die Sachen hier. Alter, nicht die Sachen hier. Jetzt ein paar Rüstung. Brauch ich auch nicht alle. 50 KP gibt es immerhin schon mal. Was? Gambeson. Habe ich auch genug. So ein Lager hier kaufen. Das können wir auch weg. Was haben wir noch doppelt? Kriegst du noch Geld? Auf geht's. Jetzt, wo ich jetzt hingehe. Ich glaube, in diesen Tempel gehe ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich weiß nicht. Macht keinen Spaß irgendwie. Oh, mal ist Journal. Reisen nach Kalten. Vielleicht mache ich das einfach mal. Guck mal, wie ich nach Kalten nur komme. Hier hole ich auf dem Weg. Den Schwarzorn muss ich auch noch für eine Quest. Mal sehen, vielleicht habe ich das ja wenig. So, spürt die Lieferung auf. Speichern. Ich hab Angst. Ah, ich glaube, ich schleiche auch wieder hier rum. Ein Troll. Auf ihn. So, zwei. Yes. Ah, thick were sun. That's it. I shall deal with this one. Die Tode, ja. Ich glaube, ich muss ihn echt mit Feuer töten. Ach doch nicht. Nein. Silence surrounds me. Keine üble Beute heute. Augen auf die Straße, Willem. Ich würde zu gerne die neue Klinge einweihen. Yes. Ugh.
Yes. Spot on. How may I help? Und gut rein. Lava. Aber die Menschen geschwommen ist noch Zeug, das man verkaufen kann. Und Geld. Indeed. I'll see what I can find. Alles. Ja gut, ging ins Lager. Alles nehmen. Machtkiste. Das denn bitte? Was soll das? Wow. Geld, Geld, Geld. Jemand hat die Initialen THS in einen Baumstamm geritzt. Auf dem Boden dieser Kiste klappern fettige Hühnerknochen herum. Mh, tasty. Na, Fleisch. Shadows. Wir wollen die Schnellreise zur Festung aktiviert kriegen. Man muss sich wohl irgendwie im Osten einen Kartenübergang finden. Oh Gott, was ist das denn? Ein Waldlauerer. Ich speichere ihn ab und schaue ich mir den mal an. Ich ahne Schlimmes. Nein. Ich muss immer so schrötlichen Monstern begegnen. Nur zwei. Hi? I can't move! Ah! Oh? Hi? Er kann nichts mehr machen. Und hier sind diese Spuren. Ich denke mal, die schaffe ich nicht. Oh. Bitte aufstehen. Okay, laden wir mal neu. Lassen wir die mal in Ruhe und gehen unseres Weges. Boah, das ist noch auf normal. Also ist nicht schwer oder der noch höhere Schwierigkeitsgrad. Und einfach normaler Schwierigkeitsgrad. Dann tauchen solche Monster vor allem auf. Oh. Lass ich die mal da rechts liegen. Kann ich eigentlich Kartenmarkierungen machen? Ja, schon einmal cool, wenn ich nur Hitze machen könnte. Hier ist noch ein Waldtroll, der leicht verletzt ist. Sehr merkwürdig. Sehr verdächtig. Oh, er hat uns gesehen. Wir haben uns einen Verdacht geschafft und jetzt... Kampf gerade. Ich brauche für die keinen Feuerschaden oder Säureschaden wie bei Baldur's Gate. Oh, hier ist noch einer. Ist er nicht leicht verletzt? Einer irgend so? Ich ein Drachenkadaver. Boah, plötzlich Illusion. Und Folterinstrumenten. Feldmäuse sprengen auseinander und krabbeln zwischen die Zähne des Biests. Boah, denk mal, den kann ich so platt machen.
So können wir mal so Erfahrung sammelt mit den Monstern, also dass man immer mehr Informationen über die erhält. Das gefällt mir sehr gut. Sharp eyes and keen ears. Genauso wie dieser schnelle Modus. Nice. Okay, hier ist kein Kartenübergang, so wie es aussieht, oder? Doch. Sehr gut. Jetzt habe ich die Schnellreise zu Kite nur. Da gehe ich erstmal zurück zum Schmied. Kann ich direkt mal schlafen gehen? Schauen wir mal. Hier ist der, denke ich mal. Reiner. Die gute Stube. Schnellen Modus mal ausmachen. Good day, Stranger. Ah, du bist zurückgekommen. Kann ich dir mit etwas helfen? Ich habe die Lieferung gefunden, auf die du gewartet hast. Tuatanum streckt die Hände nach der Kiste aus und hebt sie mühelos auf den Tresen. Ein breites Grinsen zieht ihm übers Gesicht. Na, das hast du tatsächlich. Das sind der hervorragenden Neuigkeiten. Endlich können wir wieder an die Arbeit gehen und dir zeigen, was schwarzer Hammerqualität bedeutet. Nicht diese leichten Schwertchen da. Na schön. Hat doch viel für meinen Ruf getan. Viel positiv. Hier ein kleiner Vorgeschmack für dich. Er duckt sich hinter dem Tresen und kommt mit einem schweren Holzschild in der Hand wieder hoch. Großartiges Material stand dafür nicht zur Verfügung, aber es ist immer noch schwarzer Hammer-Handwerkskunst. Nimm es doch ruhig schon mal. Und hier auch noch ein paar Münzen für deine Schwierigkeiten. Sein zufriedener Gesichtsausdruck verdüstert sich. Hast du jemanden beim Wagen gefunden? Der Wagen wurde von Banditen erbeutet. Ich bezweifle, dass deine Leute überlebt haben. Tuatanu schüttelt den Kopf und fährt sich mit einer Hand über seinen kahlen Schädel. Die armen Kerle. Ich sagte ihnen immer zu, ein paar Wachen anzuwerben. Anstatt sich das Geld dafür in die eigenen Taschen zu stecken, er seufzt. Ich werde noch mehr Hilfe einstellen müssen. Du möchtest dich nicht zufällig in Goldtal niederlassen und es mit Auslieferungen probieren? Er lächelt schwach. Vielen Dank für deine Unterstützung, Freund. Gib mir ein bisschen Zeit am Schmiedefeuer, dann kannst du dir eine Waffe aus der nächsten Produktion aussuchen. Yay! Aber kaum Erfahrung, oder? Na doch, hab es immer in die Hälfte voll. Oh, Mann. Dann gehe ich kurz schlafen, dann geht's weiter nach Kite Nua. So, auf geht's zum schwarzen Hund. Einer. Rasten. Good day, Stranger. Weiß nicht so genau, was ich von diesen Rastressourcen halten soll. Einerseits vielleicht dem Ganzen ja ein bisschen mehr Tiefe. Also in Baldur's Gate 2 habe ich das Rasten wirklich oft genutzt. Also einen Kampf gemacht, gerastet. Wobei hier andererseits
die Zauber sich auch dahin verändern werden mit steigendem Level, dass sie pro Begegnung sind. Also man hat die Zauber nicht mehr pro Kampf, also pro Tag, sondern pro Kampf. Also wenn man den Kampf abgeschossen hat, sind sie beim nächsten Kampf wieder verfügbar. Wobei, so im Moment muss ich halt noch erneuern, indem ich raste leider. Aber ich habe schon gelesen am Anfang, dass sich nach und nach die Zauber halt dahingehend verändern, dass sie dann bei jedem Kampf verfügbar sind, um noch da den Rest zu erforschen. Vielleicht finde ich ja noch was Gutes, was mich nicht two-hitted oder so. Oder one-hitted. Oh, man kann sogar hier Ketten von Aktionen planen. Muss ich nachher mal ausprobieren, eventuell. Silence surrounds me. Okay. Wieder ein Troll. Was? Ein Wicht. Eine Gruppe von Wichten. Vier Wichte. Fünf Wichte. Mach du mal da einen Zauber drauf. Den will ich so dezimieren vielleicht. Oh, sieht schon gut aus. Er scheint tot zu sein. Drei sind tot geschoben. Es sieht so aus, als gäbe keine Erfahrung. Ach doch. Oder? Ich weiß. Certainly. Silence surrounds me. Die armen Wichte. Irgendwie fühle ich mich als schuldig. Lustschilf. Da ist eine Hütte. Oder ein Wagen. Huch, dieser Umschützewagen sieht voller Arm. Was hätte er Borsten? Blutflecken lassen die gesprungene Holzlatten dunkler erscheinen. Steht noch ein Geist daneben. Schwinden einfach. Oh. Ein Lager. In diesem Zelt ist überzähliges Bettzeug ausgelegt, aber sonst gibt es keine Hinweise auf Gestandene. Ein guter Jagdbogen. Irgendwas sieht mich hier. Was ist das, Reh eben? Ich weiß nicht. Eine Jungspinne. Hörlich, das sind doch mehr Spinnen. Oh Gott. Böse, böse, böse. Mhm. Die pull ich mal wieder hier mit einem schönen Zauber. Oh, wieder schleichen. Das kann schon von Vorteil sein. Das sind wieder Wichte. Haben sie sich so einen Menschen geschnappt? Oh, ich bin schnell tot. Ich kann mal zurückspringen auf diesen Kampfmodus da. Oh, schnell, bitte, 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 Hilfe. Nice and quiet. Was haben wir da? Gefäßfleisch. Mhm. Wenigstens kein Gesäßfleisch. Neue Schuhe. Überwäldlerische Kleidung. Vielleicht nur des Nachts durch den Wald. Brannte Dame. Die habe ich schon erforscht. Ja, ich muss nicht unbedingt alles erforschen. Ich gehe jetzt nach unten rechts gucken, was da ist. Weird. Wieso weird? Weird. Wieso schaut das merkwürdig aus?
fragt gerade einer, sagt gerade, das Spiel schaut irgendwie weird aus. Sieht aus nach Infinity Engine. Und genauso soll es auch aussehen. Ein Echtzeit-Strategie-RPG. RPG. Okay, da wieder ein Troll. Ein Waldtroll, um genau zu sein. Noch ein Skelett. Von einem Drachen. Was ist da geschehen mit dem ganzen Drachen? Knochen fühlen sich steinhart an, sind aber überraschend leicht. Gut, machen wir noch diesen Troll hier platt. Huch, da geht der Bäcker auch schon wieder. Das heißt gleich Folgenende. Und die B-Arki. Geht übrigens gleich mit Monster Hunter weiter. Take all. Und dann gehen wir mal weiter zu diesem Kaidnua. Kurz schnell speichern. Wer weiß, ob da irgendwie eine, direkt ein Angriff kommt oder sowas. Das Bestiarium. Da muss ich auch mal reinschauen. Reise nach Kaidnua. Betrete die Burg. Mal ebenso 45 Erfahrungen erhalten. Kana. Naja, ich werde hier mal speichern. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben, sowohl im Stream als auch später bei YouTube. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.